Jawohl. Straight Wrestling, Ausgabe 395. Ist nicht mehr lange. Leider rödelt bei YouTube, deswegen ignoriere ich das mal. Wir haben uns hier heute eingetroffen, denn wir haben ja gerade eine Reihe. Ja? Wir haben schon wieder eine Women's Wrestling Show. Wir hatten nur erst zwei, wir haben noch eine. Richtig. Es hört nicht auf. Und da habe ich natürlich an meiner Seite zum einen natürlich der Tony Khan der deutschen Podcast-Szene, Florian Schreiber. Danke. Der Unterschied ist, bei dir, du lieferst jede Show ab, bei Tony ist es nur die Großveranstaltung. Oh, das freut mich zu hören. Ja, und was kann ich bei ihm sagen? Ich sage, er ist der Antonio Inoki der deutschen Podcast-Szene. Nee, der Welt, er ist ja auch international bekannt. Oh, muss ich dann nach Nordkorea auch? Ich hoffe nicht. Ja, ich denke bei dir mal an diese Szene von Inoki, wer dann aufsteht und sagt, Stop it! Das haben viele Leute bestimmt noch gar nicht gesehen, oder? Also das ist mittlerweile so lange Predator her. Predator gegen Keith Hansen, yes. Das müsste man das eigentlich ist mal... ultra lange her. Ja, also, puf. IGF 13 oder 14 war es. Ich mir mal so vor, so Karat, Stricker richtig besoffen, wenn man so weißt, das Stop it, steht einfach auf. Ich hab der Show einen Punkt gegeben. Wann war die denn? Ah nee, war das eine andere Show? Ah, ich habe mehreren Shows einen Punkt gegeben. Ah, da war das. Nee, da war Josh Barnett gegen Tim Sylvia im Main Event. War es denn? Lass mich gucken. Im Opener war Kento Miyahara. IGF Genome 14 am 5. Februar 2011. Main Event war Shinichi Suzukawa gegen Bob Sapp und da gab es dann dieses famose Keith Hansen, besser bekannt als Luke Gallows, der sollte ein Stan Hansen-Verschnitt sein, aber ist halt immer noch Luke Gallows und der ist angetreten gegen den Predator. Der Predator, den kennt man noch aus der WWE als Sylvester Turkey. Ja, und das Match war halt so schlecht, dass Antonio Inoki mit einem Stuhl aus den hinteren Reihen wutentbrannt nach vorne stürmt und mit dem Stuhl gegen die Guardrail schlägt und wutentbrannt Stop Match brüllt. Das war so schlecht, das war dann auch eines seiner letzten Matches. Ja, und Lou Gallows hat daraus Kapital geschlagen und ist immer noch am Wrestlen. Manche machen es richtig, manche nicht. Ja, wer alles auf dieser Card war, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Hurricane, Bobby Lashley und Chad Gaspard im Tag-Team. Mil Mascaras gegen Tatsumi Fujinami in einem Time-Limit-Draw. Unfassbar, diese Promotion, ey. Ja, von legendären Promotions kommen wir zu Debüt-Promotions. Mal zu was ganz, ganz Neuem, nämlich zu Kitsune Women's Wrestling. Ist ja derzeit in Mode, dass man in auf amerikanischem Boden Wrestling-Shows mit Women's Wrestling-Fokus veranstaltet, wo man dann diverse Gäste aus Japan einfliegen lässt. Das macht West Coast Pro. Die haben jetzt vor kurzem auch angekündigt, dass sie mit Marvelous im Jahre 2024 eine intensivere Zusammenarbeit pflegen werden. Natürlich New Japan Strong, beziehungsweise New Japan versucht mit ihren Sorten der Women's Titles. Die beide existieren, glaube ich. Ich weiß es gerade. Julia Julia verteilt die Titel Samstag, habe ich, wenn ich der richtig Der Titel bin. Existiert definitiv. Ja, der Titel existiert. Der Strong Women's Title. Und der IWGP Women's Title existiert offiziell auch. Aber es ist halt witzlos, wenn der bei keiner Veranstaltung von New Japan verteidigt wird. Richtig, also das ist wirklich, wirklich interessant. Aber das haben wir ja auch kommen sehen, leider. Ja, und wenn man natürlich auch offiziell ankündigt, dass es keine Beteiligung dieses Titels geben wird bei der Tokyo Dome Show, ja, dann ist das direkt total toll. Das ist ein tolles Stoß. Kannst halt vergessen. Richtig gut. Wir haben noch Deadlock Pro Wrestling, die oft Japanerinnen einfliegen und so eben jetzt ein komplett neues Produkt. Wir haben noch eine Show. Am 14. Dezember, ist doch die Prestige TJPW Show. Genau, ganz genau. Prestige bringt auch öfters mal Frauen rein, auf jeden Fall. Das ist richtig. Also keine Neuheit, aber etwas jetzt, oder wir hatten ja noch, dieses andere neue Projekt, wo mir der Name jetzt. Wie bitte? Tsukeban. Tsukeban. Ich habe mir auch einfach immer gedacht, okay, wenn wir jetzt gerade über Frauenwrestling sprechen, habe ich mir auch die Tsukeban-Show noch angeguckt. Die ist ziemlich einfach zu gucken.
Ist ja auf YouTube, 90 Minuten. Das geht ganz gut ab. Ist ein witziges Produkt, was eben sehr an Mangas angelehnt ist. Die haben auch so Grafiken, in denen sie die Charaktere in Manga-Form gezeichnet haben. Und dann sind da halt bekannte Yoshi-Größen, die halt einfach ein anderes Gimmick dann fahren und dann eben in diesem Stil auch dann angezogen sind und in Gruppen eingeteilt sind. Das ist auf jeden Fall, fand ich ganz lustig. Und es gibt noch Spark Yoshi. Genau, die meinte ich. Die haben auch veranstaltet. Die habe ich mir die Show vom 11.10. angeguckt. Fand im LA Dojo statt von New Japan Pro Wrestling. Und ich muss sagen, es sah aus wie die letzte Indie-Halle. Wirklich ganz katastrophal vom Look her. Kommentar war auch nicht so prall, war auch sehr, sehr übersteuert. Und ich, also New Japan macht das auf jeden Fall besser, diese Halle gut aussehen zu lassen bei den Strong-Sachen. Mhm. Da war das einfach nur eine Indie-Halle. Hm. Ja, und hier haben wir Kitsune. Kitsune Women's Wrestling, die erste Show mit dem super tollen Titel Gong. ja. Aus Los Angeles, California. Ich sag mal so, alles, was im Ring stattgefunden hat, hatte größtenteils Hand und Fuß. Die Produktion rundherum ließ zu wünschen übrig. Ich hatte also Florian geschrieben, als ich die Show geguckt habe. Und ich sehe halt einfach, wie sie in fucking Vader Scotts Schlafzimmer sitzen. Ja, und diese Show kommentieren. Kommentar war gut, kann man nichts sagen. Ja, auch das Setup, was sie hatten, war okay. Aber dass sie halt einfach in diesem Schlafzimmer sitzen. Im Hintergrund liegt ein offener Karton auf dem Bett. Also bitte. Ja, also ich fand's halt praktisch die ganze Woche nach der Show hat der Twitter-Account von Kitsune, der Mann, der das macht, sich eigentlich nur entschuldigt. Er hat nicht mal aufgehört, sich zu entschuldigen bei allem. Hat mir schon fast leid getan. Ja, ja. Ich muss dazu sagen, ich bin ja jetzt wieder voll im Indie-Wrestling drin, von daher hat mich das jetzt nicht so geschockt. Das war halt Indie as fuck und es war die allererste Show, man hat es an allen Ecken und Enden gemerkt. Die Show hat ja 4 Bewertungen bei Cage Match. Einer ist ein 7-0, das war Sebastian, und dann hat es zweimal 4,0 und einmal 3,0. Ja. Kann man sich drüber streiten. Auf jeden Fall möchte ich sagen, Kommentatoren, Shoutout Vader Scott finde ich super. Und Mike, ich finde sie richtig geil als Kommentatorin. Immer wenn sie da ist, ist für mich gleich ein Punkt nach oben. Und auch Kit Bannon, die ich sowieso als Wrestler noch gut finde, und auch am Mike fand ich die richtig gut. Also der Kommentar war richtig gescheit. Ja. Okay. Habe ich anders aufgefasst. Ich fand die Chemie zwischen Vader Scott und Kid Bandit, die war nicht da. Logisch, erstes Mal am Kommentar. Gemeinsam, vollkommen verständlich, was das angeht. Die haben sich so ein bisschen irgendwie den Schneid abgekauft, dann wollte Kid Bandit irgendwas sagen und dann kam Vader Scott, die da so ein bisschen reingerasselt ist, so ab und zu. Grundsätzlich, Vader Scott hat das Ganze sehr, sehr gut getragen. Da stimme ich euch beiden auf jeden Fall zu. Kid Bandit, ich meine, sie ist ja auch eher eine Wrestlerin. Deswegen verstehe ich, dass das dann, für mich war das noch nicht so stimmig. Aber ey, wenn ihr es erst beide gut fandet, dann ist es ja gut, dass es nur mich so ein bisschen gestört hat. Hat mich aber relativ, klar, gab es diese Situation, aber ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich schlimm. Also ich kann höchstens, finde ich, dass Vader Scott manchmal ein bisschen sehr dominant war und Kid Bandit so ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Fand ich. Ja, das meinte ich. Nein, aber schlimm war es auf keinen Fall. Aber gab es einen Grund, wieso Kid Bandit das kommentiert hat? Ist verletzt und wahrscheinlich wäre sie sonst bei der Show gewesen. Okay, also ich habe wurde viel darüber geredet, dass sie on the shelf ist. Ich habe dann nochmal gegoogelt und sie selbst hat bei Twitter das Ganze eben auch gepostet, dass sie. Ja, also sie fällt sowieso lange aus, weil sie ist A verletzt und Anfang nächsten Jahres macht sie halt ihre komplette Transition und deswegen fällt sie jetzt eine ganze Weile aus, hat sie geschrieben. Okay. Ja. Dann kommen wir zu. Oh, super. Wunderbar. Ey, ich muss es ja sagen. Ja, wenn ihr die Show guckt, die erste halbe Stunde, ihr guckt ruhig weiter, ja, es wird besser, weil man muss sagen, mir tut's irgendwie echt leid, weil was jetzt kommt, dieses Match, das ist Murphy's Law. Alles, was schief gehen kann, geht in diesem Match schief. Von der Technik, von den Entrances, von den Leuten, auch die im Ring waren, Abfucks, von den Wrestlerinnen und auch vom Referee. Und das Finish. Oh Gottes Willen, ey. Es war alles furchtbar. Also das war, ich sag schon, dieses Gong-Rumble-Match, was jetzt kam, war für mich das schlechteste Wrestling-Match, was ich dieses Jahr gesehen habe. Das
Kann gut sein. Und alleine die Tatsache, okay, wir haben jetzt mehrfach darauf hingewiesen, dass dieser Typ jetzt zum allerersten Mal Wrestling promoted hat. Aber du beginnst deine allererste Wrestling-Show, die du gebookt hast, nicht mit einer fucking Battle Royal. Ja. Die Show ging 2,57 und das ganze Segment mit Entrances ging fast eine halbe Stunde. Miyako Matsumoto kommt zum Ring und alle fragen sich, was zur Hölle passiert da gerade? Was auch so ein bisschen ihr Gimmick ist, muss man dazu sagen. Okay, ja, dann gut. Okay, dann, den gebe ich dir. Trotzdem waren alle inklusive Kommentar massiv verwirrt eigentlich. Ja, und überfordert von dieser Dame, die halt Energie für Sex hat. Die halt einfach irgendwas singt, was niemand verstanden hat offensichtlich auch. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass wenn Miyako Matsumoto auch ihre eigenen Shows mit Kakeno Fuji in Japan produziert, das ist halt vollkommene Reizüberflutung von allem. Ne, und genau das war dieser Entrance auch. Aber das als erstes oder als zweites zu bringen, das ist halt anstrengend, nachdem man technische Probleme en masse hat und man anderthalb Stunden zu spät anfängt, so wie ich es mitbekommen habe. Und dann hörst du das und du denkst dir so, okay. Und dann, ja. Gab's so eine Show muss halt mit dem Banger anfangen eigentlich. Da musst du ein Match machen, wo du dir sicher bist, dass das auf jeden Fall direkt Leute abholt und abliefert. Naja, ein Banger war es, halt im Negativen. war eine Bombe war es. Gebombt ist es nämlich, nicht gebankt. Du musst es mit einem geilen Match anfangen und dann kannst du von mir aus beim zweiten und dritten Match kannst du so eine weirde Battle Royale machen und dann kannst du halt mit dem nächsten guten Match weitermachen. Aber so, ne. Genau, also die Siegerin des Matches sollte später am Abend gegen Haruka Umisaki antreten, die ihrerseits ja World Women Pro Wrestling Diana World Champion ist. Der Titel stand aber nicht auf dem Spiel. Hatte sie auch gar nicht dabei. Aber es ging tatsächlich um was und das ist halt der Grund, warum dieses Ding so früh lief. Ja, 18:55, es war eine Delayed Battle Royal. Wir hatten Alex Garcia, wir hatten Brooke Havoc, Aspen Rose, Delilah Doom, J-Rod, Jada Stone, Charisma, natürlich Miyako Matsumoto, Tara Zepp, Sarah Zacker und Zyra. Viele von den Damen, die ich noch nie gesehen habe. Es ist übrigens bei Cage Match fehlt Nanashi, die war auch in der Battle Royale. Ja, war sie in der Battle Royale? Sie kam halt reingerannt. Sie war offiziell. Sie war in der Royale. Sie war drin, richtig. Dann war sie tot und dann ist sie weggelaufen. Aha, also wurde sie niemals eliminiert. Ich stelle zur Frage, ob sie jemals offiziell drin war. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall der beste Teil dieser Battle Royale, wie sie dann einfach durchs Publikum gerannt ist und die Leute panisch in die Gegend gelaufen sind. Sie ist ja auch in Richtung der Hardcam gelaufen. Das war dann ganz nett auf jeden Fall. Ja, die beiden, die angefangen haben, beziehungsweise Miyako Matsumoto und eben Brooke Havoc, die waren halt die letzten beiden auch im Ring, wo Brooke Havoc dann erst Miyako Matsumoto gepinnt hat und das nicht das Finish war und dann alle verwirrt waren und Brooke Havoc Miyako Matsumoto aus dem Ring. Moment, der Spot war der absolute Hammer. Ja. Sie hat sie gepinnt, die Referee zählt bis zwei, sie zählt klar bis zwei, hebt aber die Hand von Brooke Havoc hoch und Matsumoto kommt voll auf den Dropkick angesprungen. Ich hab gelegen auf dem Boden, sorry. Tut mir echt leid für die Dame, aber sie sah richtig schlimm aus in diesem Match, ey. Unglaublich, ey. Ja. 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 Ist halt, man muss drüber sprechen, das war das längste Match mit Abstand. Und es war halt auch, ja. Wenn ihr könnt, skippt das Match und guckt den Rest der Show, ab dann wird es wesentlich besser. Ich finde es echt fragwürdig, dass Alex Garcia in diesem Match gewesen ist und nicht in einem anderen Singles-Match, weil die eigentlich viel zu gut ist für sowas. Richtig, das stimme ich dir zu. Da würde ich noch ein, zwei andere noch dazu zählen tatsächlich. Aber du willst ja dann auch noch viele Damen unterkriegen auf der Card tatsächlich. Aber du hättest auch dieses Match halt locker in zwei normale Matches aufteilen können. Genau. Also wenn du halt möglichst viele unterbringen willst, dann machst du halt auch mal zur Auflockerung ein Six-Man-Tag-Match dazwischen. Ich meine, gut, du hattest zwei normale Tag-Matches, aber es waren halt auch echt viele Singles-Matches, ne? Match fährt's. Ja. Dann wurde es aber direkt besser. Wir hatten Black Swan gegen Rachel Armstrong. Und ich habe Black Swan zum ersten Mal gesehen. Und ich fand sie echt gut. Ja, ich fand das auch mal eine gute Adaption des Gimmicks. Ne, bei
wie heißt er? Paranoir. Paranoir kann ich es nicht mehr sehen. Bei Black Swan finde ich das Gimmick ziemlich interessant, dass sie das, wie sie das auch umsetzt mit ihren eleganten Bewegungen. Hat dann ja auch einige dieser Art von Bewegungen gemacht, um aus Submissions von Rachel Armstrong rauszukommen. Das war auch ein guter Auftritt von Armstrong selbst. Also insgesamt war das doch ein gutes Match. Das hätte der Opener sein können. Absolut. Von Rachel Armstrong finde ich, wie gesagt, habe ich mich wieder gefreut. Sie hat ja schon dieses ziemlich gute Match gegen Billy bei Wrestling Revolver, das hat ja Florian und Sebastian reviewed. Und dann gab es ja das Rematch erst vor kurzem bei Action Wrestling, wo dann Rachel Armstrong gewonnen hat gegen Billy Stark, was auch ein gutes Match war. Und auch hier fand ich sie wieder super. Also für mich ist sie ein ganz großes Talent. Ja. Wo war eigentlich Billy Starks an diesem Tag? Die hat später ein Match gehabt. Ja. Ah ja, genau. So viele Matches auf der Card, ohne Scheiß. Ja, das stimmt allerdings. Es waren echt viele Matches. Ja. Zumal ich auch noch die anderen beiden Shows geguckt habe, wo sie auch dabei gewesen ist. Also ja. Ja. Ja, kommen gleich noch zu Billy Starks auf jeden Fall. Mhm. Schöner Finishing-Move. Dieser Leg Trap Horns of Ares, wo sie richtig die Riesenbrücke schlägt, der Swansong. Richtig schöner Finishing-Move. Also interessant. Also das ist tatsächlich mal wieder eine Dame entdeckt, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Und bin sehr gespannt, wie es mit ihr weitergehen wird. Ja, dann ist es schon fast das Match of the Night? Nee, für mich nicht. Aber es war schon gut. Ich fand es ziemlich stark. Ich glaube... Ich habe noch ein anderes, was ich, glaube ich, ein bisschen besser fand. Ja, ich bin mal gespannt. Ich fand das schon ziemlich stark. Und ich muss auch sagen, dass wir hier Trish Adora mal anders gesehen haben. Halt nicht in ihrem Infantry-Outfit, was sie ja bei Ring of Honor sonst immer anhat. Mhm. Sondern eben, sie war ganz in weiß gekleidet und um damit auch zu zeigen, hier, das ist was Besonderes für mich, das, ich will in Japan auch weiterhin catchen. Also sie war ja schon mal bei TJPW, glaube ich, ne? Ja. Und dementsprechend hat sie dann eben das hier auch so aufgebaut. Und hier, ähnlich wie bei Haruka Umisaki, Rina Amikura hatte ihre Titel nicht dabei, hatte aber ein Foto davon dabei. Das war auch hervorragend. Also war auch ein gutes Match, wo es eigentlich so darauf hinauslief, dass Trish Adora ziemlich dominant gewesen ist, aber am Ende Rina Amikura das Ganze doch nochmal umgedreht hat. Also auch eine ganz, ganz gute Match-Story. Ja, die schließe ich mich an. Mir hat es richtig gut gefallen. Die haben sie richtig gut gegeben. Auch gute Chemie in dem Ring. Trish Adora finde ich auch generell super. Also tolles Match. Ja, High Angle Senton dann zum Sieg für Rina Amikura. Ich hätte mir bei dem Match und später bei einem anderen Match am Abend hätte ich mir mehr Matchzeit gewünscht. Weil, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen, es gab in meinen Augen kein Banger-Match. Also so eins, was mega hervorsticht. Was ich finde, diese Show gebraucht hätte, damit es für mich persönlich eine richtig, richtig gute und richtig empfehlenswerte Show geworden ist. Und bei diesem und bei einem anderen Match, wo wir später noch zukommen, da hätte ich mehr sehen wollen. Hier haben wir eher Quantität bekommen in Form von vielen Singles-Matches und vielen Matches generell. Da hätte ich lieber bei diesem und noch beim anderen Match noch mal 5, 6, 7, 8 Minuten mehr gewollt, und weil da richtig Potenzial drin war. Und so eben auch das hier. Deswegen für mich deswegen so die Frage, okay, Match of the Night, nee, da gefiel mir ein anderes von der Gesamtheit her besser, wo wir gleich noch drauf zukommen werden. Aber das war trotzdem, nichtsdestotrotz, ein ziemlich cooles Match auf jeden Fall. Rina Amikura hier, der Sieg gegen Trish Adora mit der Senton Bomb. Dann hatten wir ja so ein Styles Clash, Sandra Moon gegen Jordan Blade. Wo sag ich, trotz des Kack-Finish ist es für mich das Match of the Night. Das war ziemlich stark, muss ich sagen. Und für mich war das auch auf jeden Fall eines der Aha-Erlebnisse bei dieser Show, weil ich Jordan Blade lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe sie, glaube ich, zuletzt mal bei irgendeiner Beyond-Show gesehen. Und da war sie noch relativ frisch in ihrer Karriere, hat sich relativ merkwürdig bewegt, war noch nicht so wirklich im Wrestling angekommen, aber die Entwicklung ist ganz klar positiv, hat eine richtig gute Mean Streak auch dabei, gute Gesichtsausdrücke bei ihren Aktionen, die sie durchzieht. Also das hat mir von vorne bis hinten auch ziemlich gut gefallen. Ja, da bin ich ganz bestrigger, weil wieso hast du alle Matches, irgendwann ähnelten sich auch die Matches, aber das Match war wirklich so ein krasses, boah, krass, weil Jordan Blade halt wirklich das absolute Powerhouse. Ja. Jetzt so dermaßen dort nur weggestifft, ohne Ende. Und die musste gerade noch so mithalten. Ich meine, mit dem DQ kann man sich drüber streiten, aber sie ist halt dann dieses Monster, was halt nicht mehr loslassen wollte im Würgegriff. Also von daher fand ich das eigentlich ganz okay. Ich fand das richtig gutes Match. Ja.
Das Finish hätte vielleicht besser gepasst, wenn das Match insgesamt kürzer gewesen wäre. Also entweder du bringst das Finish oder du bringst das Match in der Länge. So hast du zwei Sachen, die am Ende dann ein bisschen unstimmig sind. Nichtsdestotrotz fand ich das echt gut. Und auch hier wieder zwei Damen, die ich lange nicht beziehungsweise noch gar nicht gesehen habe. Also und ich stimme euch voll zu. Das war in diesem Reihenab jetzt so richtig, richtig solide, gute Matches, wo ich mir auch so gewünscht hätte, geht da noch mehr. Und ich hoffe natürlich, dass da in Zukunft noch mehr gehen wird. Ja, also ich fand's auch gut. Jordan Blade, wie gesagt, dann disqualifiziert worden und Sandra Moon dann den Sieg, weil Jordan Blade nicht abgelassen hat, den Submission-Move an den Ringseilen abzugeben. Dann hatten wir als nächstes Tag-Team-Action. Wir hatten Maria und Rico Kawahata Magenta, die angetreten sind gegen Rachel Ellering und Chikayo Nagashima. Also Rachel Ellering, ich weiß nicht. Ja. Es gab This is Awesome Chance, dachte ich, nee. Ich fand die Japaner im Ganzen, also Maria und Rico fand ich ganz cool, aber das Match war so, weiß ich nicht, es war so da. Ja, fand ich auch. Es war eher ein Midcard-Match, was nicht wirklich viele mitgebracht hat. Ich fand die Power-Einlagen von Nagashima fand ich ziemlich gut. Die ist ja auch echt schon, wenn ich mal gucke, ewig dabei. Ne? Die ist 47, sie ist seit 1995 aktiv. Das war da eine coole Nummer. Die ist ja auch in der, tritt oft in der gleichen Promotion auf wie Maria und Rico Kawahata. Also die hatten vor kurzem noch Matches, glaube ich, miteinander, wenn ich das richtig. Ja, natürlich, also bei Marvelous halt, das Roster ist nicht so groß. Na, ich bin da ein bisschen bei Morbo. Ich fand's okay, ne, aber nicht herausragend. Ich fand's tatsächlich dann doch ein bisschen besser als ihr, weil ich fand das. Bitte? Wirklich? Ja, ich fand das halt, hat sich voll eingereiht, weil ich. Zum einen, die Crowd war richtig in Maria und in Rico Kawahata. Voll auf der Seite. Das war das erste Mal, dass auch die Streamer richtig geworfen worden sind, wo immer wieder gesagt wurde, vielleicht kriegen es die Leute nicht hin, die Streamer richtig zu werfen. Ja doch, aber die Leute, von denen sie die Streamer werfen wollten, die waren halt noch nicht da. Liegt natürlich auch daran, dass eben Magenta schon des Öfteren jetzt bei anderen Shows gewesen ist, vor allem immer West Coast Pro ja auch. Ne? Also die sind schon, das waren viele von den Damen tatsächlich. Bekannter. Ja, das ist richtig. Aber die sind ja eben auch ein Act, der relativ gut verständlich ist und over ist, also das ist gut. Ja, auch mit den Tanzeinlagen davor, also Tokyo Joshi Pro hat nur so ein Kram, ne, und das ist halt das eine Ding, was du halt daraus, oder es ist halt nicht Tokyo Joshi Pro, aber das ist halt dieses eine Gimmick-Element, was du halt außerhalb, das sind alles Wrestlerinnen, so implementieren konntest. Ich weiß nicht, ich hatte auch, und ich verstehe, was ihr meint, dass das Rachel Ellering so eine Sache ist, ich finde sie gut und sie hat ja auch schon größere Runs immer dann, wenn niemand anders da ist, wie zum Beispiel bei Impact Wrestling hatte sie ja auch schon. Ja, und das sagt ja auch eigentlich ziemlich viel aus, also ich finde sie sehr okay. Das passt, sie ist sehr, sehr da, sie ist voll okay, aber halt auch irgendwie nicht mehr. Es gibt keinen Bereich, wo ich sagen würde, dass sie irgendwie da besonders hervorsticht. Ich sag Schulnote 3. Ja, an einem guten Tag mal eine 3+. Aber das ist auch die Decke dann. Wie gesagt, ich fand dieses Match teilweise kompletter. Hier habe ich am Ende nicht gesagt, hier möchte ich mehr von sehen, sondern okay, ich habe den Showcase bekommen, alle konnten ein bisschen was zeigen. Kawahata hat am Ende mit dem Octopus Hold Armbreaker gewonnen. Und ich war dann halt, okay, diese 11 Minuten haben genau gereicht. Und deswegen da gehe ich in der Tat mit, dass das Match auch von der Länge her in Ordnung war, ja. Ansonsten natürlich, das ist so das typische Mid-Card-Match, während ich eben bei anderen mehr Potenzial nach oben noch gesehen hätte, was für die anderen Matches logischerweise spricht. Aber sonst habt ihr natürlich recht. Dann hatten wir als nächstes Nicole Savoy gegen Women's Wrestling-Legende Hibiscus Mie. Ja. Die Dame sehe ich auch schon, seitdem ich angefangen habe, Wrestling zu gucken, irgendwo auf irgendwelchen Cards. Unfassbar, ne? Sie ist 37 Jahre alt und 38 Jahre im Geschäft gefühlt. Das ist krass. Ja, das ist so eins der Matches, wo ich mir ehrlich gesagt 2-3 Minuten mehr gewünscht hätte, weil wir hier zwei Veteranen ihrer jeweiligen Szene gegeneinander gehabt haben, die, wie ich fand, auch ziemlich gut harmoniert haben. Aber dann war das Match an einer Stelle einfach vorbei. Das ging mir dann zu schnell.
Es war auch vor allem sehr, sehr Comedy-lastig. Ne? Wir hatten noch Kyoko Kimura, die noch da war und wo sie dann eben Nicole Savoy festgehalten hat, die sich aber beim Schlag dann wegdrehen konnte. Und dann haben sie sich gegenseitig gejagt. Wir hatten den Chunkler Superkick von Nicole Savoy, so zwischen brutalen Brainbustern und Butterfly-Suplexen hat sie sich einfach das in den Hausschuh angezogen und dann den Superkick verpasst. Das war natürlich dann so ein bisschen auf der komödiantischen Seite. Ja, da war halt klar, okay, wird hier ein anderes Match werden, obwohl man vielleicht ein kompetitives Veteranen-Match vielleicht hier lieber gesehen hätte. Nicole Savoy auch irgendwie immer zur falschen Zeit am falschen Ort, oder? Das ist auch eine der Stories ihrer Karriere, definitiv. Ne, also das wäre eine Dame, die hätte zu anderen Zeiten, an anderen Orten wesentlich größere Karriere hätte machen können. Aber irgendwie war sie dann ewig Champion. War sie Champion von Shine oder von Shimmer? Ich weiß es gar nicht. Shimmer. Genau, sie war 700 Tage Champion von Shimmer. Da denkst du, okay, das ist doch eigentlich ein gerade so von 2017 bis 2019 in der Traumzeit des Wiederaufstiegs von Women's Wrestling und dann ist nichts draus geworden. Das ist halt extrem schade und man hat es ja hier auch am Kommentar gehört, dass sie gar nicht mehr so oft wrestelt, teilweise schon als retired bezeichnet wird. Was schade ist, weil sie echt gut ist. Ja, ist schade. Ist wirklich eine dieser nicht in Erfüllung gegangenen Versprechungen des US Indie Wrestlings, weil die immer eigentlich ein Geheimtipp gewesen ist, aber wie du es gesagt hast, Flosch, diesen letzten Sprung aus welchen Gründen auch immer dann doch nie geschafft hat. Das ist schon weird. Hm. Aber vielleicht kommt ja noch mal, wie alt ist sie? Ich muss mal gucken. Wie ist sie jetzt gerade? Sie ist 6 Jahre alt, 38. Sie ist geboren, ist sie 38. Ja, vielleicht hat sie ja noch mal in ihren 40ern so ein Run als Legende bei AEW oder sowas. So wie Mercedes Martinez vielleicht. Ja, sowas in der Art. So wie Ric Flair. Nein. <Ja. lacht> Morbo, sonst noch was zum Match? Nö. Dann kam Billy. Yes. Dann kam Billy Starks gegen Risa Serra und da hätte ich lieber noch 10 Minuten mehr davon gesehen. Das war echt geil. Das war unverschämt kurz. Für das. Ja. Das war eigentlich das Money-Match von der Card, wenn man so drüber nachdenkt. Ja. Du hast hier, das ist wirklich verpufftes Potenzial, weil du hast in diesen 8 bis 9 Minuten wirklich, du hast den Star-Appeal von beiden gesehen, gerade von Risa Serra. Du hast gesehen, wie Billy Starks von Match zu Match in meinen Augen mittlerweile sich immer mehr findet. Und du hattest natürlich auch so ein bisschen die Hardcore-Elemente von Risa Serra, die natürlich auch als Deathmatch-Wrestlerin ja Karriere machen will, ja jetzt auch. Für was ist sie angekündigt? Für GCW? Nick Cage hat sie eingeladen. Sie wird bei der Silvester-Show dabei sein. Nick Cage Invitational Tournament. Genau, und das, man hat hier halt quasi die Light-Version, in dem einfach Stühle in den Ring gebracht worden sind, noch gezeigt. Und hier habe ich, und das war das Match, wo ich gesagt hätte, hier hätte ich das Doppelte mindestens an der Zeit haben wollen. Und dann hättest du hier ein wirklich klasse Match gehabt, was von einer unterhaltsamen, kurzweiligen Card wunderbar hätte eingerahmt werden können. Aber da hätte ich dann hier diesen Banger, der gesagt, okay, das ist das Must-See-Match der Show und alles andere nimmst du mit, lernst was Neues kennen und bist gehypt für die nächste Show. Da ist dann so ein Ding halt, Nicole Savoy gegen Hibiscus Me direkt davor mit den 7 Minuten plus Entrances. Das war halt okay, dass das da war, aber hat dann auch effektiv dann Zeit geklaut von diesem Match letztlich. Denn dann machst du dann vielleicht ein Match weniger und statt 2 Singles-Matches ein Tag-Match draus. Genau. Ja, aber. Ja, aber inhaltlich gesehen war dieses Match auf jeden Fall richtig, richtig stark. Mit Billy Starks mit ihren Dropkicks dann, du hast es eben schon gesagt, der Stuhl von Risa Serra, den sie immer wieder reingebracht hat. Also, wenn man sich hier dieses Match reinzieht, dann kann man definitiv sehen, was so der Anspruch von so einer Promotion wie Kitsune oder von so einem Projekt wie Kitsune auch sein soll, halt eben so die Besten aus Japan und den USA zusammenzubringen auf den Cards, ne? Und das Ganze muss ich, glaube ich, bei den nächsten Events, wenn es ja welche geben wird, noch ein bisschen einschleifen, aber da hat definitiv mal gesehen, was für Potenzial so ein Projekt hat. Es ist ja vor allem auch irgendwie in der Midcard. Es hätte dann eigentlich weiter oben stehen müssen. Ja. Also. Ja, vor allem, wenn du dann halt nichts gegen Tai Honma, aber sie ist jetzt halt nicht
die bekannteste Wrestlerin aus Japan. Ne? Und die ist halt im Main Event um den Titel. Ja, Risa Sera gewinnt das Ganze mit dem Air Raid Crash dann am Ende nach 8 Minuten. Relativ unzeremoniell auch. Bumm, Ende. Wo ich überrascht war, sage ich ganz ehrlich, weil Billie Starks AEW-Wrestlerin und verliert einfach. Finde ich okay. Alles klar. Ja, aber wie gesagt, Billie hat ja auch letztens gegen Rachel bei Action Wrestling verloren. Also das genau, kann man schon mal machen. Genau. Ich glaube auch, dass das sind diese Langzeitprojekte von AEW. Das war ja auch bei Nick Wayne ähnlich, bevor er zu AEW in die Main-Shows kam, dass er trotzdem auch independent noch einige Sachen verloren hat. Ist richtig, ja. Ja, das ist dann so eine Abstufung von dem, was du immer so als Kritikpunkt siehst, Flosch, glaube ich. Das stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber gut, das bedeutet natürlich, dass Billie Starks Matches weiterhin spannend sein können und offener sein können, ja, auf jeden Fall. So langsam merkt man, wird jetzt zäh, weil jetzt kommt noch ein Match. Jetzt kommt das Nachfolgematch, was auf den Gong Rumble aufbaut. Denn jetzt hatten wir ein Singles-Match zwischen Haruka Umesaki, die ist eben angetreten gegen die Siegerin der Battle Royale, Brooke Havoc. Ja, das Problem ist, das Match hat auch einfach keinen mehr interessiert. Das war nee, das war das da. Tut mir dann auch echt für mir beide leid. Mir tut sehr leid für Brooke Havoc, weil ich die eigentlich sehr mag. Ich habe die schon bei anderen Indie-Shows gesehen. Die ist richtig gut, aber das Match war einfach eins von vielen an dem Arm. Also, Haruka Umesaki ist auch eins der größten Talente im japanischen Wrestling, aber das verschwimmt halt auf so einer Card, wenn es so viele einfach gibt, wo keiner dann letztlich mehr herausstechen kann, wenn es alles so, wir sind ja in diesem Part der Show, wo alle Matches halt so 7-8 Minuten gehen, ne? Ja, obwohl die schon nur 2,57 ging, war ich irgendwie relativ irgendwann echt so ermüdet. Aber ich habe es auch im Stück geguckt und es war so, boah, noch ein Match. Ich finde es dann auch bisschen schade platziert, weil Haruka Umesaki nun mal eine World Championess ist. Gut, von Diana, wir sind jetzt über den Wert von Diana in der Women's Wrestling-Hierarchie Japans irgendwie diskutieren. Aber es war ja wohl groß genug, dass man eine Battle Royale veranstaltet, um für sie eine Gegnerin herauszufinden. Und das ist halt null rübergekommen. Das stimmt. Ja. Aber Haruka Umesaki gewinnt das Ganze mit dem La Magistral Cradle. Dann, individuell war das ein gutes Match, aber wie gesagt, es geht ja runter. Aber wenn man Cherry Picking macht bei der Show, dann kann man das Match durchaus gucken, so ist es nicht. Ja, klar. Dann Co-Main-Event der Show, ein Tag-Team-Match. Wir hatten Janai Kai und Mercedes Martinez, die angetreten sind gegen Willow Nightingale und Konami. Sie ist auch irgendwie ein wilder Mix, ne? Das ist ein wilder Mix, ja. Also da hast du echt so okay, Janai Kai und Mercedes Martinez verstehe ich. Eine Independent-Wrestlerin, eine Veteranin, ein aufstrebender Star. Sehr, sehr körperlastiger Stil. Janai Kai sowieso mit ihren Strikes. Mercedes Martinez mit Submission-Moves. Und ich frage mich, Willow Nightingale und Willow und Konami, wie die beiden zusammenfinden. Ey, ich bin gut drauf. Ja, ich auch. Auf geht's. So. Aber ey, ich fand das Match echt spaßig, muss ich sagen. Ja, hat Bock gemacht. Natürlich. Hat richtig Bock gemacht. Vor allem natürlich die Aktion, wenn. Da war auch dieser eine Moment, wo Veda Scott und Kit Bennett so richtig geschrien haben bei diesem einen Pounce, glaube ich, von Willow, ne? Oder? Ja, der Pounce. Komplett durchgedreht, die beiden. Ja, war ein schöner Austausch. Gerade Janai Kai, die ja auch jetzt so langsam immer weiter hochsteigt, der jetzt bei MLW jetzt auch Titelträgerin, glaube ich, ist, ne? Wenn mich nichts täuscht. Ja, sie ist Featherweight-Championess. Ja, aber am Ende dann ein bisschen zweigeteiltes Geschehen, wodurch die Kamera und der Schnitt sich nicht so ganz sicher war, worauf sie sich eigentlich fokussieren sollten, weil nach dem German Suplex halt eben Konami Janai Kai im Triangle Lancer hatte und sie dann eben aufgeben musste. Props an Wataru Inoue natürlich hier an dieser Stelle. Ein Triangle Lancer zu sehen ist immer eine Freude. Und damit 100% Victory Rate. Richtig, so sieht's aus. Das war halt das Match, wofür eine Willow Nightingale halt durch und durch auch steht. Als spaßiges Wrestling. Die Fans waren da drin. Es waren natürlich auch einige tatsächlich bekanntere Namen, sowohl eine Willow Nightingale im AEW-Fernsehen, auch Konami, ja auch eine, die größtenteils bei Stardom unterwegs ist. Mit Mercedes Martinez, eine Dame, die man eben auch von seit Jahrzehnten kennt. Und da hast du halt sehr, sehr viele namenhafte Wrestlerinnen dann drin, sodass die Zuschauer halt auch ohne Probleme drin gewesen sind. Und das hat sich auch auf das Match übertragen.
Es war einfach genau der richtige Co-Main-Event, muss man sagen. Da sind die Crowd nochmal, wie heißt es so schön, Co-Main-Event muss die Crowd ein bisschen runterbringen, das hat er gemacht, aber im positiven Sinne. Weil es sind doch zwei Wrestler, die ich einfach super finde. Ich bin ein ganz großer Janai Kai-Fan, ich finde die richtig awesome. Und auch Willow sehe ich immer gerne. Ich meine, ich sehe sie nicht mehr, weil ich gucke kein Mainstream-Wrestling mehr, aber wenn ich sie sehe, habe ich immer gute Laune, wenn ich sie sehe. Wobo, keine Panik, auch wir, die Mainstream-Wrestling verfolgen, sehen Willow Nightingale relativ selten. Bei AW auch, ne? Und da hat sie halt Matches und verliert dann in relativ schneller Zeit. Das sollte eine allgemeine Kritik an AW und Women's Wrestling sein. Kleiner Seitenhieb an dieser Stelle. Main Event! Ja, Main Event um den Kitsune World Title in einem Three-Way-Dance. Tai Honma, Dark Sheik und meine Lieblingswrestlerin Unagi Sayaka. War das Ironie, Flush? Ein bisschen, ja. Ja. Kann mit ihr nicht viel anfangen. Sie ist wesentlich besser geworden als zu den NTJPW und Anfangs Stardom-Zeiten. Das muss man ihr zugestehen. Dass sie Stardom als Mainstay verlassen hat, war die beste Entscheidung, die sie treffen konnte. Weil sie in meinen Augen dadurch einiges an Charakter und an Vielseitigkeit gewonnen hat. Ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, dass sie mit Mülltüten zum Ring kommt, wenn sie ein Outfit anhat. Sorry, aber das ist mein persönlicher Pet-Peeve einfach. als ich das Interview gelesen habe von dem Booker, welcher seine Lieblingswrestlerin ist, nämlich Unagi Sayaka, war eigentlich klar, wer das Match gewinnen wird. Wie fandet ihr das Match? Ich fand, hier waren drei sehr unterschiedliche Charaktere im Match und ich weiß nicht, wie ich Dark Sheik einsortieren soll. Ich habe sie noch nicht oft gesehen. Ich war sehr gespannt, wie Dark Sheik hier reinfinden würde in dieses Match mit den beiden Japanerinnen. Fand aber, dass sie eine ziemlich gute Rolle gespielt hat. Ne? Also ich würde sagen, sie konnte da mithalten mit den beiden. Tai Honma, die ist jemand auf Independent-Level, ich sehe die ziemlich gerne. Nicht oft, aber ich sehe sie ziemlich gerne. Sie ist auch schon ein Veteran der Szene mit 37 Jahren mittlerweile. Unagi ist einfach überall. Ne? Wrestlerisch völlig okay. Finish fand ich jetzt hier ein bisschen schwach, muss ich sagen, ich habe gerade vergessen, wie der Finisher von. Ich habe extra nachgeguckt. Das ist der Taigi de Atta, das ist ein Double Chicken Ring Sit-Out Scoop Slam Piledriver. So. Okay. Ja, Finish fand ich ein bisschen schwach. Match war insgesamt, fand ich das recht gut für ein Main Event. Ist ein bisschen hinter den Erwartungen vielleicht zurückgeblieben, was man sich so erwarten würde für ein World-Title-Match, aber da ist dann auch wieder die weirde Sache. Warum muss es halt ein Three-Way-Match sein im Main-Event? Ne? Three-Ways für den Sake of Three-Ways machen, das ist immer so eine Sache. Na, aber wie gesagt, Sheik hat ganz gut mitgehalten und deswegen fand ich das recht gelungen als Abschluss dieser Show. Mobo? Ich fand's auch ganz gut. Ich meine, ich gucke ja im Schnitt jede zweite GCW-Show, deswegen habe ich genug Dark-Sheik-Matches gesehen. Ich bin großer Fan von Dark-Sheik. Okay. Und Nagi finde ich auch, ja, weil ich weiß nicht, sie hat ja was Eigenes. Also sie sticht halt einfach raus. Also ich kann auch verstehen, wenn man sie vielleicht nicht mag, aber ich finde sie ja ziemlich cool. Mhm. Und ich finde, sie hat ja auch hier es gab ja halt diese Moves, so Zweier arbeiten zusammen gegen einen oder so. Und dann gab es auch diese Dreier-Moves. Also ich finde schon, dass die ganz gut harmoniert haben. Das fand ich, kann ich sagen. Und ich weiß nicht, Unagi Sayaka, ich gucke ja erst seit jetzt wieder aktuelles Wrestling, von daher, was ich gesehen habe, fand ich von ihr okay. Wir hatten so dieses Match, ich meine, das Match war auch mit 11:48 laut Cage-Match auch, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt, zu sagen, okay, das war's jetzt, Show ist vorbei. Man muss dazu noch sagen, es gab noch zwei Promos. Kyoko Kimura hat noch eine etwas längere Promo gehalten und wer kam denn noch raus? Miss Marvelous kam raus. Richtig, ganz genau. Die eben noch ein bisschen Danksagung gemacht haben ich verstehe, warum man es macht. Absolut. Es ist ja natürlich auch eine Ehrung für viele, viele Damenwrestlerinnen, die in den Jahren so viel gewrestelt haben und gerade so in den Mid-2000ern, Anfang 2010ern halt wenig Glanz irgendwie tatsächlich wenig richtig. Wenig Respekt bekommen haben dafür, obwohl sie, ne, also ich, da, das ist so ein dunkles Kapitel, du weißt gar nicht, was da für fantastisches Wrestling passiert ist, weil du immer nur All Japan Women's Wrestling und dann Upstardom. Alles andere dazwischen existiert quasi nicht. Und das möchte man ja damit auch ein bisschen zelebrieren mit den Damen, die halt jetzt so langsam in dieses fortgeschrittenere Alter kommen, um das mal so zu sagen, mit dem
Sport mit der weisen Voraussicht, dass wir da auch bald sind. Aber ja. Und was man noch eben hinzufügen sollte, ist, dass Chigusa Nagayo als die Gründerin von Marvelous ja auch hier eine ganz elementare Rolle spielt. Klar. Die japanischen Wrestlerinnen halt in der US-Indie-Szene zu verankern. Du hast es eben schon gesagt, West Coast da mit der Working Relationship mit Marvelous. Deswegen war sie auch hier bei der Show da. Das ist also eine sehr schöne Sache, dass sie als Legende dann jetzt diesen Run hier auch hat. Gab es ja letztens auch diesen Auftritt von Kenta Kobashi bei West Coast Pro Wrestling, der ja auch damit zusammenhängt, dass Chigusa Nagayo ihn überzeugt hat, das doch zu machen. Also sie hat da eine ganz große Rolle eigentlich. Gute Props dafür. Freut mich, dass dadurch vielleicht das gewisse Wrestlerinnen auch mal ein Spotlight bekommen, was so vielleicht sonst nicht der Fall gewesen wäre. Was ja auch einer der Gründe ist, von so einer nordamerikanischen Independent gegen japanisches Women's Wrestling Show auch natürlich als Rahmen erfüllt, weil das war hier ganz klar das Motto, du hast ja hier kein einziges Singles-Match zwischen zwei japanischen Damen gehabt, sondern das war ja ganz klar in den allermeisten Fällen immer eine bekannte nordamerikanische Wrestlerin gegen eine japanische Wrestlerin. Und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft das Motto von Kitsune weiterhin sein. Weil ich denke mal, das wird man auch weiter verfolgen, weil es gibt jetzt eine World Championess und die hört man, glaube ich, nicht, wenn man nicht plant, noch mehr von diesen Shows zu machen. Ja, na gut, da gab es eine andere Liga, die sowas mal gemacht hat halt. Ne? Diverse, also ja. Ja, es ist richtig, aber ich denke mal, das soll trotzdem der Plan sein. Aber das war die Show. Zu sehen auf independentwrestling.tv, das heißt im gesamten Paket von allem, wenn ihr Independent Wrestling verfolgt, dann seid ihr sowieso bei IWTV Subscriber, weil wo sollt ihr sonst wo kriegt man sonst more bang for your buck quasi? Und da ist die Show dann halt dabei. Und das bedeutet, wenn ihr die Show sehen wollt, dann kostet es euch auch $10 und dann habt ihr aber noch viel mehr. Das heißt, es ist sowieso eine nette Dreiangabe. Deswegen, ich persönlich fand die Show gut. Man muss immer bedenken, das war die erste Show dieser Promotion und das erste Mal, dass der Kerl, der dahinter steckt, auch eine Wrestling-Promotion eben oder eine Show gebookt hat. Und du merkst halt wirklich diese ganzen typischen alles, was hat raus... Hat er ja auch selber festgehalten bei Twitter. Ne? Er hat selber gemacht, ich weiß, ich hab und werde hier unfassbare Fehler machen. Natürlich, sie sind trotzdem passiert. Und vieles davon ist halt sehr, sehr leicht vermeidbar. Jedes Mal, wenn die Ring-Announcerin halt Namen angekündigt hat und diese Pause war, wann kommt das Theme? Ist immer so ein so richtig ungemütlicher Moment geworden, weil man wartet, bitte komm jetzt endlich, los, spiel die Musik. Ja. Und das hättest du halt so oder so vermeiden können. Die Announcerin, ich weiß nicht, ob sie öfter Shows announced oder so. Ich fand sie nicht so. Habe ich mir auch gefragt. Ich fand sie auch nicht gut. Ich fand sie sehr monoton. Richtig, also also sie hatte Stimmen, was ihre Stimme angeht, hatte sie eine recht gute Delivery, hat das mit einer relativ ruhigen Stimmlage gemacht, aber das war halt immer nur auf dem gleichen Level, ne? Richtig. Hat nie nach oben oder unten ausgeschlagen. Die Kameras hatten eine unterschiedliche Weißabgleich, sodass du mal was heller, mal was dunkler, das siehst du aber bei vielen Independent-Shows. Vor allem bei IWTV, das war noch harmlos. Da gibt es Schlimmeres bei IWTV. Ja, da gibt es stockduster und dir bläst es das Hirn raus, weil es so hell ist. Über den Kommentar haben wir schon gesprochen. Das sind aber alles Sachen, die mit ein bisschen Feintuning definitiv rausgeboxt werden können. Sicherlich auch, wenn da vielleicht ein bisschen, wenn das Projekt erstmal läuft, dass man da auch mehr Erfahrung nicht nur hat, sondern auch ein bisschen mehr von den IWTV-Ressourcen auch verwendet. Das lässt sich alles vermeiden und deswegen ist hier in meinen Augen nur der Inhalt wichtig. Und der Inhalt war ziemlich gut einfach. Das war durch die Bank, bis auf das Offensichtliche im Opener, war das viel, was Hand und Fuß hat, viel interessante Dinge, auch eine neue Person, die ich kennengelernt habe und zum ersten Mal gesehen habe. Es ist finde ich, auch eine sehr natürliche Kombination, wenn man durch die ganze Show hinweg dieses Motto von wir präsentieren das bekannte Independent Wrestling eben im Kontrast zu Joshi Wrestling.
finde ich hat das, fühlte sich das natürlich an. Manchmal fühlt sich das komisch an, wenn du plötzlich einen High-Class Tokyo Joshi Pro Miyu Yamashita irgendwie auf eine Karte wirfst und das passt halt irgendwie null rein und fühlt sich wie ein Fremdkörper an. Hier, finde ich, hat sich das alles normal angefühlt und ich wollte mehr von vielem sehen. Und das ist doch eigentlich was sehr Positives, weil ich mich dann auf die zweite Show eben freue. Deswegen ein guter Appetizer auf alle Fälle für das, was hoffentlich dann noch in den kommenden Monaten folgen wird. Deswegen guckt es euch ruhig an. Also es ist sicherlich keine Show, die auf irgendwelchen Rankings am Ende des Jahres Top-Wertungen einfahrt, aber das muss auch nicht jede Show sein. Und das war ein schöner Appetizer für das, was da sicherlich noch kommen wird. Ja, ich würde es dann mal im Kontext setzen zu den anderen beiden Shows, die ich da auch geguckt habe, die ja auch zwei Yoshi-Projekte sind in den USA. Mhm. Da ist das erste dieses Tsukeban, was ich eben schon angesprochen hatte. Das war ja am 21.09. in New York City. Alleine schon von der Präsentation her eine ganz andere Liga, habe ich ja eben schon gesagt, mit einem Video am Anfang, einem Anime-Video am Anfang und dann eben diesen Grafiken dabei. Gleichzeitig dann eben hat es stattgefunden in der Halle, die heißt Capital. Ziemlich gut ausgeleuchtet, ziemlich gute Crowd. Circa 750 Leute, auch kommentiert von Vader Scott. Sam Laterna war ebenfalls auch beim Kommentar, ist ja bei Major League Wrestling als Interviewer, Play-by-Play-Kommentator auch dabei. Hier hatten halt alle, wie gesagt, Gimmicks, bis auf Konami, sie war einfach Konami. Aber dann hatten wir zum Beispiel Matches wie Stray Cat gegen Midnight Player. Das war Tomoka Inaba gegen Aoi. Beide also von Just Tap Out Wrestling, der Liga von Taka Michinoku. Sie hatten halt beide weirde Gimmicks. Ne? Stray Cat gerade mit so einem Ganzkörper-Katzen-Gimmick. Aber das Match war richtig gut. Also sie haben halt einfach das gemacht, was sie können, und es halt gut catchen. Und das, sie kennen sich ja auch schon ziemlich lange. Main Event war Ichigo Sayaka, also auch hier Unagi Sayaka im Main Event, gegen Countess Saori, also Saori Ano. Match war eigentlich ganz gut, Finish aber leider total abgefuckt, weil da ein Three-Count war und dann war doch keiner und dann war das Match plötzlich zu Ende und ach, großer Quatsch. Guter Co-Main-Event, die Dangerous Liaison, die haben auch ein Stable schon gegründet hier, direkt zu Beginn dieses Projekts. Da in dem Stable sind Commander Nakajima, Countess Saori, Konami und Lady Antoinette, aka Risa Serra, und die Queen of Hearts ist Miyuki Takase. Warum, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich nehme es einfach mal so hin. Und in diesem Co-Main-Event war dann halt Arisa Nakajima und Risa Serra gegen Ancham und Maya Yukihi in ihren Gimmicks. Und da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Nee. Das war ein ganz gutes Match. Deswegen, also Tsukeban hatte ein paar weirde Sachen dabei, war insgesamt vom Niveau vielleicht nicht ganz so gut wie Kitsune, was das Wrestlerische angeht, aber von der Präsentation her natürlich deutlich besser. Dann hatte ich ja eben schon erwähnt, Spark Yoshi war vom Präsentationslevel noch unter Kitsune anzusiedeln, eben alleine wegen diesem schlimmen Look des LA Dojo und dem Kommentar. Aber wrestlerisch gesehen, das ist die Show vom 11.10. Rising Heat West, auch aus LA, wie gesagt. Wrestlerisch gesehen fand ich die Show deutlich besser als Kitsune. Da hattest du gerade am Ende, hinten raus, hattest du wirklich starke Matches. Und auch so ein Ding wie Zaya Brookside gegen Vipress, die ich zum ersten Mal gesehen habe, fand ich richtig gut. Es war ein schönes Grappling-Match in einigen Teilen auch. Und sie hatten bei dieser Show vor allem auch eine durchgehende Story, weil es da nämlich darum ging, welche Wrestlerinnen dem Heel-Stable Extinguish sich anschließen würden. Es kamen dann öfters mal Leute zum Ring, zum Beispiel im dritten Match Sumi Sakai gegen Danny Moe, was mir ziemlich gut gefallen hat. Dann Danny Moe zu Extinguish übergelaufen. Sie kamen dann bei einigen Matches noch zum Ring, wollten unter anderem Rum Kaicho von Rebel X Enemy wegholen zu Extinguish. Und im Main Event haben sie dann dafür gesorgt, dass Billy Starks Champion wird, indem sie Miyu Yamashita den Gürtel überzieht. Das war schade, weil das Match richtig gut unterwegs war, aber dann hat so ein Fuck-Finish als letztes bei so einer Standalone-Show ist immer so ein bisschen fragwürdig, finde ich. Mhm. Aber du hast halt Maya Yuki gegen Trish Adora, Saki gegen Maika Ozaki, Ram Kaicho gegen Alex Gracia und Miyu Yamashita gegen Billy Starks in den letzten vier Matches und die haben alle ziemlich gut abgeliefert. Das klingt auf alle Fälle gut. Die Show werde ich mir wahrscheinlich auch noch angucken. Okay, Morbo. Ja.
Ja, da kann ich auch kurz von der Meinung sagen. Zuckerbahn habe ich auch geguckt und ich fand, da gebe ich Strigger recht, ich fand diese ganze Aufmachung mit diesen crazy Gimmicks und mit diesen Anime-Intros ziemlich geil. Ich fand es aber im Ring nicht so berauschend, muss ich sagen. Also das ist dann schon nochmal was anderes, als wenn ich zum Beispiel Narisa Nakajima, wie ich nicht in diesem Kontext sehe. So, deswegen fand ich das, ich fand's okay. Ja. Ich finde das Roster, was die haben, ist imposant, aber ich fand es halt Roster schon, naja. Es war okay. Es war unterhaltsam. Es war 90 Minuten, das kannst du kurz weggucken. Und bei Kitsune, also ich meine, ich kann halt diese Cage-Match-Wertung von 4,0 und 3,0 nicht nachvollziehen, weil so schlecht war die Show wirklich nicht. Ich würde der Show, wenn ich eine Wertung geben würde, würde ich noch eine 7 geben, aber schon mit Tendenz eher zur 6. Ja, ich bin bei 6. Yep. Weil es ist einfach, also erstens, bei der nächsten Show vielleicht ein, zwei Matches weniger. Es war irgendwann zu viel. Ich war ein bisschen ausgebrannt. Und natürlich bitte keine Rumbles mehr, vor allem nicht am Anfang. Aber ansonsten hattest du halt einfach echt viel Gutes. Ich meine, ich fand, wie gesagt, Reese Sayer gegen Billy war gut. Ich fand Sandra Moon gegen Jordan Blade stark. Trisha Dora gegen Amikura, der Main Event, der Co-Main Event. Also, man kann ja schon Cherry-Picking machen und sich echt ein paar gute Matches angucken. Also, wie gesagt, ich finde, Flosch hat es gut gesagt. Die hat Bock gemacht auf eine zweite Show. Ich hoffe, dass es weitergeht. Ja. Ja, das ist natürlich auch leider so die natürlich lebt und fällt, steht und fällt so eine Show dann auch mit den Talenten, die eingeflogen werden können, sage ich mal. Mhm. Da ist man natürlich auch ein bisschen abhängig, wie floriert das Joshi Wrestling in Japan und wer ist dann plötzlich bei anderen Promotions, weil sie einen Sprung in den größeren Teich wagen oder so. Man möchte nicht den schwarzen Peter irgendwo irgendwem zuschieben, aber ich glaube nicht, dass alle liegen das so gut weiter, also irgendwer wird immer auf der Strecke liegen bleiben, glaube ich. Und, ja, richtig, genau. Das ist halt die Frage, wie das mit diesen Projekten finanziell weitergehen kann. Ne? Denn ja. Natürlich ist es so, dass ich weiß nicht genau, wo Konami zum Beispiel jetzt aktuell lebt, aber sie hatte zum Beispiel nur das Match bei Tsukeban und danach direkt das Match bei Kitsune. Also es kann natürlich sein, dass die in den USA geblieben ist. Das weiß ich halt nicht. Ich verfolge jetzt ihren Twitter oder ihre Social Media auch nicht so ganz. Aber trotzdem ist es natürlich schon relativ kostspielig, diese Dame immer einzufliegen aus Japan. Und da ist es halt die Frage, auf wie soliden Beinen diese ganzen Yoshi-Projekte, die jetzt da aus dem Boden sprießen, einfach sind. Aber das wird sich halt, wie du schon gesagt hast, Floss, wird sich zeigen müssen, wie die sich durchsetzen und ob die sich durchsetzen können. Und gleichzeitig, du hast ja die Szene in Japan schon angesprochen, es ist ja schon ein deutlicher Fingerzeig, dass viele der japanischen Wrestlerinnen den Weg in die USA suchen. Denn nach dem Aufkauf von Stardom durch Bushiroad muss man ja schon ganz eindeutig sagen, dass alle anderen Ligen deutliche Abstriche machen mussten, was ja einfach ihre Visibilität angeht und auch was ihr Talent angeht, weil ja Stardom einfach schon ganz, ganz viele Leute, gerade von Ice Ribbon, muss man sagen, verpflichtet hat, die bei Ice Ribbon in den Jahren so 2016 bis 2019 dafür gesorgt haben, dass die durchaus auf ihrem Hoch gewesen sind zu der Zeit. Aber da hast du eben schon Diana angesprochen. Sehr kleines Roster, Marvelous, sehr kleines Roster, Ice Ribbon fast nur noch, nicht nur noch, aber sehr viele neue Trainees. Sendai Girls gucke ich gerne, veranstalten aber nur sehr spärlich. Wenn sie veranstalten und ihre großen Shows machen, dann sind die immer gut guckbar. Aber eben auch da, die mussten einfach ganz klar Spuren lassen im Vergleich zu Stardom. Da kann halt keiner mithalten. Dann hast du die TJPW natürlich unter dem Deckmantel von Cyberfight. Klar, die haben dann immer ihre Rolle. Dennoch ist es ein klares Zeichen, dass es für diese Damen offensichtlich in den USA gut Geld zu verdienen gibt. Ja, auf jeden Fall mehr als da, wo sie sonst auftreten. Oder zusätzlich halt, aber da ist es dann wieder die Frage, wie erfolgreich, wie wirtschaftlich ist das dann tatsächlich? Ne? Wenn Tokyo Joshi Pro irgendwie nach Amerika fliegt, dann ist das ja auch ganz klar, um die internationale Präsenz zu erhöhen. Aber dann ist das halt ein komplett eigenes Ding mit ein paar eine amerikanischen Gaststars, wie es jetzt zum Beispiel, wo sie in Los Angeles waren, wo dann halt Billy Starks und Trisha Dora beispielsweise da waren und natürlich unsere International, Max the Impaler. Also ja. Das ist dann natürlich quasi andersrum,
mit anderem Ziel auch. Also das es ist das, man muss immer bei solchen Shows vergewissere ich mir immer, genieße das, was du gerade hast, weil du nicht weißt, wie lange es noch da sein wird. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir noch viel davon bekommen werden. Aber es sind halt auch ähnlich gestrickte Shows, die hier dann eben präsentiert werden. Alle Shows, die du gerade erwähnt hast, haben ja auch sehr, sehr ähnlichen Talentpool tatsächlich. Ja, genau. Es gibt halt natürlich einen begrenzten Pool davon Leuten, die du einfliegen kannst, ja. die independent unterwegs sind und die gleichzeitig auch verfügbar sind. Und dann hast du auch einen begrenzten Pool. Natürlich einen immer breiter werdenden Pool von US-Damen, die immer besser werden. Trotzdem, der natürlich seine Grenzen hat. Ja. Okay. So viel zu Kitsune Women's Wrestling. Gebt euch eine Chance, guckt's euch an. Und wenn ihr Independent Wrestling verfolgt, dann habt ihr sowieso ein IWTV-Abonnement. Und dann könnt ihr euch mal reinschalten. Das war die 395. Ausgabe. Und wenn ihr im Straight Wrestling drin seid, wisst ihr natürlich immer, wenn es so langsam zu großen Zahlen drauf hinaus losgeht, dann geht es natürlich auch los mit Announcements, Announcements, Announcements. Und wenn ihr rechnen könnt und ihr unser Motto immer kennt, dann wisst ihr, ab der 395. Ausgabe geht es los. Und Morbo, was hast du für uns vorbereitet? Yes. Ich freue mich sehr darauf, das jetzt zu announcen. Ich bin wieder richtig tief reingegangen. Keine Angst, keine WCW, ja, keine Angst, kein sowas. Das eliminiert einen Sündenbock, aber es gibt noch genug andere. Wir gehen ins Jahr 1990. Ui. Und wir gehen ins deutsche Privatfernsehen. Wow. Wir gehen auf RTL. Krass. Denn damals lief auf RTL die Sendung Catch-Up. Es war eine wöchentlich ausgestrahlte Wrestling-Sendung mit den Kommentatoren Joe Williams und Horst Brack, der Bestrafer. Und da lief meistens WCW, NWA, aber sie hatten eine Spezialausgabe und die werden wir uns nämlich angucken. Und zwar die vom 12.11.1990. Das war nämlich ein Spezial über die CWA. Geil. Okay, da habe ich richtig Bock drauf. Okay. Geht auch nur 40 Minuten. Geht auch nur 40 Minuten. Ich habe es schon gefunden, tatsächlich. Das gibt es bei YouTube ja auch, hervorragend. Oh ja, das ist richtig 90er. Oh ja. Die Frisur, der Blazer, alles 90er. Hervorragend. Ich habe es hier auch. Das ist mein Pick. CWA Wrestling, ihr könnt es alle euch angucken. Ihr gebt einfach Catch-Up Wrestling CWA ein und dann findet ihr es direkt auf YouTube. Mhm. Okay, das ist definitiv etwas aus dem Left Field. Da haben wir schon mal was ganz Spannendes. Uiuiuiui. Okay. So viel dann schon mal für die 400. Ausgabe. Dann bei der nächsten. Also, wir wissen unseren Plan quasi bis zur 400. Ausgabe. Wir legen ihn aber noch nicht aus. Es gibt ein bisschen was aus dem. Das Einzige, was klar ist, ist, wir werden über die Ultimate Party von DDT sprechen. Das ist eine von den 96, 97, 98 von den noch übrigen Shows auf der Road to 400 quasi. Die anderen beiden Shows, da lässt sich mal überraschen. Eine Sache ist ein Ding, was von vielerlei Seite schon mal gefordert wurde, dass wir mal endlich darüber sprechen. Das wird es dann geben. Höchstwahrscheinlich nächste Woche. Und dann sprechen wir über eine weitere Debütshow in der Welt des Wrestlings. Lasst euch überraschen, das dann in der nächsten Zeit. Und das war dann die 395. Ausgabe. Strigger Morbo, vielen lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, war gut. Immer. Und wenn ihr da draußen das hört, haltet mal bitte am Sonntag die Augen offen auf den Kanälen von Cage Match bezüglich Podcast. Da gibt es nämlich etwas ganz Spezielles. Nicht live, sondern schon aus der Dose. Da habt ihr also auch noch ein bisschen was zu hören. Und in dem Sinne wünsche ich euch schöne Restwoche, Wochenende, wie auch immer. Danke fürs Zuhören und macht's gut. Und tschüss. Hey.